Freiheit gekommen sind, in die Wien-Bibliothek gekommen sind, die ja eine der Gedächtnisinstitutionen der Stadt ist. Es sind viele Vertreter dieser Gedächtnisinstitutionen auch heute hierher gekommen. Wenn ich mich rundum schaue, dann darf ich die Rigede besonders begrüßen, die Leiterin des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Aus dem Wien-Museum sind einige Leute auch da, Schander Petrischli, Gerhard Milchram, und ich kann jetzt nicht alle Kolleginnen und Kollegen nennen, die von den Institutionen gekommen sind. Ja, ich glaube, es ist ein brisantes Thema, das momentan gerade sehr stark auf die Agenda gekommen ist. Wie gesagt, wir sind eine jener Institutionen, die hier auch sozusagen sammelt, aber nur sehr peripher sammeln kann. Und ich bin sehr interessiert, was wir heute alles sozusagen in dieser Diskussionsrunde auch zu hören bekommen. Ich habe mit großem Vergnügen, ich habe es Ihnen schon gesagt, den Kommentar von Dirk Buchnow in der Wiener Zeitung in dieser Woche gelesen, weil er wirklich jene Fragen zusammenfasst, die anstehen. Und damit bin ich aber schon am Ende, weil ich bin raumgebende Institution so quasi und darf gleich an die Moderation übergeben. Ich wünsche Ihnen eine spannende Diskussion. Danke. So, vielen herzlichen Dank. Das war Frau Silvia Mattel-Wurm, die Direktorin der Wien-Bibliothek im Rathaus. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute Abend werden wir diskutieren, ob und warum die österreichische Bundeshauptstadt und somit auch Österreich eine organisierte Dokumentation der Migrationsgeschichte braucht. Später aber doch bekennt sich die österreichische Politik dazu, dass Wien und Österreich eine Einwanderungsstadt bzw. ein Einwanderungsland sind. Über 40% der Wiener Bevölkerung hat Migrationshintergrund, das wissen wir. Und in Österreich sind es rund 18%. Zuwanderer sind ein Teil der österreichischen Gesellschaft. Sie sind aber auch ein Teil der österreichischen Geschichte geworden. Trotz ihrer Jahrzehnten Präsenz kommt die Geschichte der Migrantinnen und Migranten in der offiziellen österreichischen Geschichtsschreibung kaum vor. Der Staat, der unter anderem in Schulbüchern über Straßennamen, Museen und Feiertage die Bedeutung historischer Symbole reguliert, verbannt Migrantinnen und Migranten so geradezu aus dem nationalen Gedächtnis. Nun fordern Aktivisten Ljubomir Bratic und Arif Akilic die Schaffung eines Archivs der Migration. Doch wie könnte ein Archiv der Migration ausschauen? Welche Initiativen sind bereits vorhanden? Und von wem kann man da lernen? Das und mehr sind Themen unserer heutigen Diskussion. Und nun darf ich meine zahlreichen Gäste vorstellen am Podium. Das ist die Frau Yilmaz, Nurten Yilmaz. Sie ist die Wiener Landtagsabgeordnete SPÖ. Herr Şenol Akilic, Wiener Landtagsabgeordneter von den Grünen. Frau Lee Gerhalter, Historikerin von der Uni Wien und Betreuerin der Sammlung Frauennachlässe eben dort. Herr Dirk Rupnow, Leiter des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck und Koordinator von zwei Projekten über Arbeitsmigration. Frau Wida Bakondi, Historikerin und Mitglied des Arbeitskreises Archiv der Migration. Und last but not least, Herr Ljubomir Bratic, Philosoph und Publizist, Mitarbeiter des Integrationshauses Wien und der IG Kultur Österreich und tätig im Arbeitskreis Archiv der Migration. Herr Bratic, ich fange gleich mit Ihnen an. Warum ein Archiv der Migration in Wien? Ja, das war eine schwierige Frage. Jedenfalls zunächst einmal aber möchte ich ein paar Worte über die heutige Veranstaltung sagen, einfach den Rahmen erklären, in dem wir uns hier zusammen getroffen haben. Also Arif Akilic und ich haben im Rahmen von Wien-Woche jetzt eine Mini-Kampagne koordiniert, eine Kampagne mit dem Namens für ein Archiv der Migration jetzt. Und diese Kampagne schließt eigentlich die heutige Veranstaltung eigentlich ab. Die Kampagne ist im Großen und Ganzen besteht aus drei Teilen, also zu
Das war im ganzen Staat plakatiert, die Plakate mit 30 S. Und dann gab es eine zweite Aktion am Karlsplatz vor dem Museum. Ein großes Plakat haben wir aufmerksam gemacht, dass wir heuer 50 Jahre Arbeitsmigration haben und dass es tatsächlich eigentlich, so viel ich zumindest beobachten habe in der Öffentlichkeit, davon sehr wenig oder kaum was vorträgt. Im Unterschied zum Beispiel zu Deutschland, was einiges an solche Manifestationen und auch offizielle Manifestationen gegeben hat. Und auch an diesem großen Plakat auch gefordert nach Hilfe der Migration. Und heute schließen wir ab mit dieser Diskussion und gleichzeitig natürlich auch setzen wir fort mit dem Arbeitskreis, die auf diese Diskussion, auf diese Kampagne, mit dieser Kampagne auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht wird. Darum möchte ich mich natürlich auch bedanken an die Wien-Woche-Leitung, an die Wien-Woche im Allgemeinen, die uns diese Kampagne ermöglicht haben und auch an die Kooperation von Wien-Bibliothek, an die Silvia Mattl, mit der Arif und ich schon irgendwie vor etliche Jahre gemeinsam an die Gastarbeiterausstellung gearbeitet haben. Das ist auch das Stichwort für diese Kampagne, die da läuft. Es ist nicht diese Forderung, die wir jetzt stellen, ist nicht von heute. Also es ist eine alte Forderung, es ist eine Forderung, die immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht wurde und immer wieder verdeckt wurde. Eine dieser wichtigste sozusagen Ereignis, die auch damals sowas wie ein Archiv oder auch sowas wie eine Musealisierung der Geschichte gefordert hat, war die Gastarbeiterausstellung. Es war eine wichtige Ausstellung, wir haben sie damals aus der Initiative Minderheiten hat sie durchgeführt in Kooperation mit dem Museum und einer bis heute, könnte man sagen, eine Ausstellung, an die sich die Historisierung, Musealisierung überhaupt Forderung nach einem Archiv der Migration messen muss, wenn man überhaupt sowas diskursiv denken sollte. Gut, also warum ein Archiv der Migration? Ich glaube, deswegen, weil es eben Migration gibt, deswegen, weil die Migrantinnen und Migranten Bestandteil dieses Landes sind, deswegen, weil sie eigentlich nicht schon generationsmäßig hier leben und deswegen, weil sie hier leben, hier bleiben werden und dieser Land, dieser Territorium, dieser Staatsgebilde auch mitgestalten. Das, was ich vorher gesagt habe, Österreich ist ein Einwanderungsland und in diesem Einwanderungsland gehört auch zu einem Einwanderungsland gehört nicht nur ein Bekenntnis, eine verbale Bekenntnis, sondern auch etliche, also ein Bekenntnis im Sinne von Daten. Und diese Daten gehören eigentlich auch in der Geschichtsschreibung sichtbar. Es ist, Geschichtsschreibung ist nicht naiv, das wissen wir alle. Also das, was die Geschichte schreibt, das, was im Museum ist, das, was im Archiv ist, ist das, was dieser Staat, was dieser Staatgebiet denkt und was dieser Staat und Staatgebiet reproduziert. Und das, was eigentlich bis heute reproduziert wird, in dieser Reproduktion sind die Migranten nicht Teil davon. Das heißt, es geht genau darum, mal die Migranten und Migranten als Bestandteil, als reale Bestandteil, als de facto Bestandteil dieses Landes auch im Diskurs, im Geschichtsdiskurs dieses Landes zu reklamieren, ihnen einen Platz zu gewähren und um das zu schaffen, gehört unter anderem auch ein Archiv. Danke. So, vielen herzlichen Dank für diese einführende Aussage. Herr Bratic hat gesagt, Migranten sind Bestandteile dieses Landes. Sie müssen auch ein Bestandteil der sozusagen Geschichtsschreibung sein. Herr Ruckner, Sie sind Dozent an der Universität Innsbruck. Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit der Migrationsgeschichte. Was sind Erfahrungen aus anderen Ländern, insbesondere aus den Ländern, die sich schon von vornherein als Migrations- oder als Einwanderungsländer definieren, wie die USA, Kanada, Australien, aber wir haben jetzt auch Deutschland gehört. Wie dokumentieren Sie Ihre Migrationsgeschichte? Ja, herzlichen Dank und schönen guten Abend erstmal.
Wir haben ja ein strenges Zeitmanagement hier. Ich kann also jetzt keinen dreistündigen Vortrag über Migrationsmuseen aller Welt halten, was man jetzt schnell einbauen könnte. Es gibt, also natürlich gibt es, sagen wir mal so, natürlich ist in anderen Ländern der Diskurs zu diesem Thema wesentlich weiter fortgeschritten und die Forschung wesentlich weiter fortgeschritten als das in Österreich und auch eigentlich in weiten Strecken in Deutschland der Fall ist. Was Sie jetzt gerade als klassische Migrationsländer genannt haben, Kanada, Australien, USA, haben Einwanderungsmuseen, allerdings auch noch nicht so wahnsinnig lange, sondern in den meisten Fällen so in den letzten 10 bis 20 Jahren gegründet. Gastarbeiterie hier in Wien war ja 2004, in Deutschland gab es 2005 die Ausstellung Projekt Migration in Köln, an die anschließend ein Archiv der Migration eigentlich eingerichtet wurde. Das, wenn ich es richtig sehe, auch jetzt nicht gerade staatlich sehr stark gefördert und gesponsert wird, aber es gibt zumindest eine Einrichtung in Deutschland, die sich des Themas annimmt und systematisch sammelt. Die Frage, Ihre Frage ist schon deshalb nicht leicht zu beantworten, weil man sich, glaube ich, sehr viele verschiedene Dinge anschauen muss. Ja? Wir können uns Archive anschauen, also wir haben jetzt plakativ hier ein Archiv der Migration gefordert. Wir können uns Archive anschauen, wir können uns die klassischen staatlichen Archive anschauen, die eh da sind und fragen, inwieweit ist Migrationsgeschichte in denen bewahrt und gesammelt. Wir können uns Spezialarchive anschauen. Gibt es Länder, in denen es spezielle Einrichtungen gibt, die das sammeln? Ja, gibt es. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Einrichtungen in verschiedenen Ländern. Wir können uns natürlich, wenn wir auch über Gastarbeiter reden, Museen und Ausstellungen anschauen. Ja, gibt es eben spezielle Museen, gibt es in verschiedenen Ländern, die sich speziell der Migrationsgeschichte annehmen. Man kann aber auch die Frage stellen, wie schaut es in den großen nationalen Museen mit der Geschichte der Migration aus? Ist die selbstverständlicher Bestandteil in diesen Erzählungen dort oder wird die eben nur abgeschoben in eine spezielle in ein spezielles Migrationsmuseum, und da ist sie selbstverständlicher Bestandteil in diesem Museum. Und wir können noch zum Abschluss, da habe ich ja die Kollegin Gerhardt auch hier auf dem Podium, uns natürlich Erfahrungen anschauen aus Einrichtungen, die sich um andere marginalisierte Geschichten kümmern und schauen, wie dort mit diesen marginalisierten Geschichten umgegangen wird. Können Sie uns vielleicht kurz nennen, zwei Beispiele aus der Welt, wo Sie sagen würden, das ist wirklich sehr mustergültig gelöst? Also Museum, Nationalmuseum, Archiv. Also jetzt muss ich gestehen, dass ich zum Beispiel viele dieser Migrationsmuseen selbst gar nicht kenne bisher, weil ich es noch nicht bis Australien geschafft habe und auch beim letzten Mal in New York nicht dort zum Beispiel in dem Museum war. Ich glaube, wenn man ernsthaft diese Frage hier diskutieren will, ich glaube, es ist eine Frage, das war jetzt als Dienstbuch gewissermaßen, eine Frage, die nicht nur Wien angeht, sondern ganz Österreich betrifft, auch die Bundesländer. Wenn man das ernsthaft diskutieren will, glaube ich, wird man sich andere Beispiele sehr genau anschauen müssen. Ich würde vermuten, dass es nicht das eine Beispiel gibt, wo man sagt, das wollen wir kopieren, sondern dass man wirklich schauen muss, es wird verschiedene Antworten geben und man wird, glaube ich, eher sich verschiedene Dinge zusammensuchen. Dazu kommen wir noch, Frau Bacconti, Sie haben an der schon erwähnten Ausstellung Gastarbeiterin 2004 mitgewirkt, mitgearbeitet. Was ist Ihrer Meinung, was ist eigentlich sowohl gesellschaftliche als auch historische Relevanz dieser Migrationsdokumentation in Österreich? Was ist eigentlich